Hallihallo, hallo, kommt zurück zu Skyrim. Weiter geht's. So, jetzt haben wir ja die Wache verfolgt. Bis hierhin zum alten Atziushof. Er ist ja wohl da vorne gestorben, scheinbar. Müssen wir mal hier rein, ne? In den Keller. Habt ihr etwas gehört? Ich wusste es! Ein Käufer. Der kann nichts mehr sagen. Ich habe hier die Maske von Vivek. Ah, kurz was gucken. Ja, Schmiedesteine brauchen wir ja. Mitnehmen. Haben wir schon mal zwei Schmiedesteine. Sehr schön. Fehlen nur noch zwei. Schlüssel zum Keller. Jo, was geht's denn blocken? Ach, warum nicht? Maske von Vivek. Die müssen wir wahrscheinlich auch mitnehmen. Sechs! Seid ihr euch sicher? Boah. Ja, beschafft die Maske von Vivek. Ja, die müssen wir haben, müssen wir da was loswerden. Ein Kauf ohne Gewehr, ja. Pfeile wiegen ja nichts. Immer gebe ich null. Die brauchen wir ja, müssen wir hier verzaubern. Müssen wir den wegwerfen, wa? Na komm. Baba Jack brauchen wir ja auch. Ist auch noch für eine Quest. Knochenrüstungsschild. Pfeile nehmen wir mit, Gold nehmen wir mit. Notiz. Ja. Nehmen wir auch mal mit. Ach, egal. Haben wir zwar doppelten Schlüssel, aber egal. Die biegen ja gar nichts. Nehmen nichts weg. Wir haben schon sehr viele Schlüssel gefunden. Und wir haben Blut am Kolben dran. Ah, schön Blut. Brrr. So. Hinsetzen? Nein. Also den zweiten Schmiedestein haben wir auch schon mal. Fehlen nur noch zwei. Und die erste von drei Masken haben wir auch. Ist das schon mal was? Es geht voran, Leute. Es geht voran. Es geht voran. So. So. Müssen wir wieder zurück in der Stadt scheinbar. Ich dachte erst, er wäre das hier gewesen, aber es ist wohl eine andere Wache. So, gehen wir wieder zurück. Wahrscheinlich müssen wir alle drei Masken sammeln. Haben wir, glaube ich, jetzt erst eine Maske, ne? Und dann mal gucken. Das müsste Bekleidung sein. Da, Maske von Vivek. Die erste Maske von drei. Die wiegen sechs. Egal. So, zurück in die Stadt. Gehe ich mal so von aus, ne? An dem Moment hier. Da. Ja, Kackgrenzel. Müssen wir auch noch hin. Als nächstes hinbuddel. Kalt absolviert. Adril Anan ist der zweite Rat. Ja, genau. Dann müssen wir das abfüllen machen und das. Was ist das wieder für ein Pfeil? Aus dem Weg. Ja, ich gehe ja schon. Kann man auch höflicher sagen. Aus dem Weg. Ja, nee, immer diese Wachen, ne? Unfreundlich. Was glotzt ihr? Da ist schon mal so einer. So, wer ist denn das? Adril Aran, hab ich gesucht. Danke, dass ihr gekommen seid. Leute, bin ich. Ihr habt schon so viel für Ravenfels getan und ich will euch nicht noch mehr aufbürden. Aber ich kann nicht riskieren, dass Ratsherr Morwein getötet wird. Er ist in Lebensgefahr? Kann das sein? Die Familie Uhlen aus dem rivalisierenden Fürstenhaus Hellalu hat es auf seinen Kopf abgesehen. Warum wünschen die Uhlen seinen Tod? Das ist eine Privatsache. Sagen wir einfach, sie wollen die Hinrichtung eines Familienmitglieds rächen, die Ratsherr Morwein persönlich angeordnet hat. Das Problem ist, dass ich keine belastbaren Beweise dafür habe, dass sich unter uns ein Angehöriger des Hauses Hellalu verbirgt. Nur meinen Verdacht. Eure Bedenken scheinen gerechtfertigt zu sein. Durchaus. Aber das heißt nicht, dass sie auch ernst genommen werden. Ratsherr Morwein denkt, ich sei zu misstrauisch. Ich habe Angst, dass ich eines Tages aufwache und er tot ist. Ich will nicht, dass es so weit kommt. Ihr glaubt, es gibt bald einen Angriff auf den Ratsherrn? Ja,
Ich habe von meinen Quellen erfahren, dass sich in Rabenfels bereits bestimmte Elemente des Hauses Uhlen, nämlich Haus Hlalu, aufhalten. Übrigens, das Haus Hlalu kennt man auch noch aus Morrowind. Warum habt ihr deswegen nichts unternommen? Rabenfels ist ein kleiner Ort, da ist es nicht gerade einfach, hier etwas im Geheimen zu erreichen. Wenn auch nur einer von Ihnen zum Haus Hlalu gehört, wüssten Sie über jeden meiner Schritte Bescheid. Wie kann ich helfen? Ich wusste, dass ihr mich anhören würdet. Wo soll ich anfangen? Ich brauche euch als meine Augen und Ohren. Durchsucht Rabenfels und rottet diese Verräter mit Stumpf und Stiel aus. Am besten bei Geldisadri, drüben im spuckenden Netz. Wenn er euch irgendwelche Hinweise gibt, überprüft sie, bevor er mich davon in Kenntnis setzt. Ich kann mir keine Fehler erlauben. Geldisadri, ja, machen wir es doch. Geldis könnt ihr vertrauen. Er ist schon seit langem bei uns. Im spuckenden Netz, also wieder zur Taverne. Halten Sie mir, wenn wir die Treppe runtergehen zu ihm. Was macht der Pfeil da? Ist er hier, ne? Genau, der spuckende Netsch. Da ist er doch. Netsch sind die Reittiere. Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit ihm. Er ist da. Mogul verleiht keine Münzen an Fremdlinge. Sucht woanders. Was? Ja, Hammer ab. So, Schankwirt. Willkommen im spuckenden Netz. Ja, ja. Die Mine ist geöffnet. Also Arano sagt, ihr könntet mir vielleicht helfen. Übrigens, Arano ist auch eine Ahnengruft in Morrowind. Fällt mir gerade mal so ein. Durch eines der ersten Ahnengrufte, glaube ich. Fällt mir gerade so ein. Sieh an. Adril hat jetzt einen Spion, wie? Bei Azura. Er braucht jede nur erdenkliche Hilfe. Er ist schon seit Jahren hinter den Uhlen her. Ihr glaubt, er irrt sich? Nein, aber ich glaube, dass er die Sache falsch angeht. Ihr habt eine bessere Idee? Die habe ich in der Tat. Wenn ihr diese schlüpfrigen Schlachterfische fangen wollt, müsst ihr sie erst zu euch kommen lassen. Kann ich sie dazu bewegen? In der Nähe des Tempels liegt ein Ahnengrab der Uhlen. Jemand hat am Altar im Inneren des Grabes eine Aschsüßkartoffel niedergelegt. Wenn ihr drinnen auf die oder den Unbekannten wartet, erhaltet ihr sicher einige der Antworten, nach denen ihr sucht. Ah, warum habt ihr Adrian nicht davon erzählt? Warum glaubt ihr, dass ich das nicht habe? Immer wenn Adril und die Redoran-Wache einen Zug machten, schienen ihnen die Uhlen einen Schritt voraus zu sein und sind einfach nicht aufgetaucht. Danke für den Rat. Dankt mir, falls es funktioniert. Bis dahin würde ich zu dem Grab gehen und dort warten, bis euer Besucher auftaucht. Warte im Inneren des Uhlenahnengrabs. Okay. Warum legen die Dunmer Aschsüßkartoffeln in ihren Gräbern nieder? Wenn die Dunmer jemanden zur Ruhe betten, verbrennen sie seinen Körper und führen ihn dann in die aschene Erde zurück. Da die Aschsüßkartoffel derselben Erde entstammt, symbolisiert sie Wiedergeburt und Erneuerung, das Ende und den Beginn eines neuen Lebens. So kann man es auch sehen. Warum hat Razia Morvan jemanden vom Haus Uhlen hinrichten lassen? Als Vilor Uhlen im Jahr 95 nach Rabenfels kam, wollte er die Kontrolle über unsere Stadt erlangen. Dieser Hund hat geglaubt, er könnte die Einheimischen gegen die Redoran-Wache aufhetzen. Und Razan Morwein dann unbemerkt ermorden. Wie, du hast das alles im Alleingang geschafft? Er kam allein, verteilte im Volk aber genug Gold, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Die Hälfte der verdammten Stadt hat sich auf seine Seite geschlagen. Ist das denn zu fassen? Wie wurde Vilor gefangen genommen? Er hat die Redoran-Wache unterschätzt. Sie war gut organisiert und hat seinem Treiben schnell ein Ende gesetzt. Vilor wollte fliehen, aber wurde von Hauptmann Velet persönlich erwischt. Vilor Uhlen wurde kurz darauf hingerichtet und seine Überreste in das Ahnengrab der Uhlen gebracht. Ja, das war alles. Gerüchte? Nichts Spezielles, aber es soll hier Assassinen geben. Haben es angeblich auf Ratsherrn Morwein abgesehen. Genaueres weiß ich nicht. Jo. Das
passt da draußen auf euch auf. Sieht aus, als würde sich ein Aschensturm zusammenbrauen. Oh ja, mach mal schon. Uhlengrab. Ja, gehen wir da schon mal hin. Ahnengrab der Uhlen. Hi. Auch wenn das hier Grenzgebiet ist, gibt es immer noch Regen. So. Ah, jetzt können wir hier endlich rein. Speichern mal vorsichtshalber. Schnell speichern, so. Bevor alles umsonst ist. Ne, wollen wir auch nicht. Wo war die Tür? Wo war die Tür? Hier war die Tür? Ne, da, ne? Nein. Muss jetzt hier irgendwo warten, ne? Hier waren wir ja drin gewesen. Ja, Inneren. Wir sind im Inneren. Nur wie lange soll ich denn hier warten? Stunde, zwei Stunden, drei Stunden? Keine Ahnung. Machen wir eine Stunde. Ah. Bitte verzeiht. Mir war nicht klar, dass hier noch jemand ist. Was macht ihr hier? Vermutlich dasselbe wie ihr. Ich bringe eine Opfergabe für die Verstorbenen dar. Bitte verzeiht. Aber ein derartiges Verhalten hätte ich von einem Nicht-Dunmeer nicht erwartet. Ihr seid keine Uhlen? Seid keine Uhlen? Auf dieser Insel gibt es keine Uhlen mehr. Daher bringe ich die traditionelle Opfergabe an ihrer Stadt dar. Ihr lügt, ihr gehört zum Haus von Lalu. Was ist denn das für ein Unsinn? Ich ehre einfach nur einen verstorbenen Dunmeergefährten und ihr werft mir haltlose Beleidigungen an den Kopf? Ja. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet, ich würde gerne etwas meditieren. Okay. Natürlich hat es abgestritten, ist klar. Logisch, schnell würde ich es nicht machen. Gehen wir zu Adriano zurück. Ja, ja. Soll ich hier rein? Kann ich euch helfen? Hoffentlich konnte Geldis euch helfen. Habt ihr schon Fortschritte gemacht? Ich vermute, Tilisu Sebrin ist der Übeltäter. Tilisu? Seid ihr sicher? Ich habe sie im Uhlengrab gesehen. Geldis Plan hat also funktioniert. Immer wenn wir es versucht haben, kam niemand vorbei. Wenn Tilisu in irgendein Komplott gegen Ratsherrn Morwein verwickelt ist, brauche ich dafür konkrete Beweise. Dann durchsucht ihr Haus. Solange ich keine konkreten Beweise habe, trete ich niemanden die Haustür ein. Wenn ihr euch wegen Tilisu irrt, würde hier schnell alles bergab gehen und die wirklichen Übeltäter könnten entkommen. Das kann ich mir nicht leisten. Und wenn sie nun versucht, mich aufzuhalten? Wenn ihr die Beweise habt und dadurch in Gefahr geratet, würde ich erwarten, dass ihr tut, was getan werden muss, um zu überleben. Hier, dieser Schlüssel sollte die Vordertür des Anwesens öffnen, falls sie sie verschlossen haben. Viel Glück. Sebrin Anwesen, genau. Seid vorsichtig. Wenn Severin uns verraten hat, werden sie gut gerüstet sein. Das sind wir auch, ne? Sind auch gut gerüstet. Severin Anwesen, wo ist es denn? Das da? Nee, was ist denn das? Doch, könnte da oben das sein. Hier rechts vielleicht das Gebäude. Jo. Gehen wir mal da rein. Das machen wir noch komplett durch. So weit wie wir kommen. Gucken. Nichts Interessantes. Nö. Ist nichts Interessantes. Gold nehmen wir mit. Kommt schon. Ich weiß, dass ihr hier seid. Ich lasse nicht zu, dass ihr jahrelange Planungen zunichte macht. Ich hab mir viel aus, du. Haus Lalu.
Ich bin noch nicht so weit. Die liebe Silberin. Eben Erzdolchschätze gehabt. Uiuiuiuiuiui. Gold, makelloser. Ja, komm, noch ein. Egal, wollen wir jetzt nochmal einen bekommen? Keine Ahnung, ist so. Und Miri Silberin. Gold, noch ein. Ja. Pimmelin-Tresor. Natürlich schon interessante, ne? Das lassen wir mal. Nicht nur. Achso, alles klauen. Ne? Alles klauen, klauen, klauen. Lassen wir. So. Ne? Achso, ich dachte schon. Tresor? Nee. Fell, Gold. Können wir mitnehmen. Gold. Gold. Und nochmal Gold. Gewöhnliche. Nö. Nö. Wo ist denn der Tresor? Keiner Verzauberer? Haben wir alles schon. Kann man leider nur einmal die Zauber natürlich entzaubern, das ist klar. Das natürlich nicht. E-Match-Stiefel? Nein. Geringflinger, Finger. Haben wir schon einmal gemacht? Oh nicht. Ach komm. Tschüss. So. Haben wir auch gelernt. Sehr schön. Könnte ich auch verzaubern? Klar, ne? Könnte ich auch die Zauber dann auf andere Sachen übertragen. Können wir was verbessern? Nee, ne? Nein. Können wir nicht machen. Dafür brauchen wir eben Essbaren. Veredelter Mondstein. Brauchen wir so nicht. Die vielleicht mit Chitinplatte. Okay. Knusel, Maske von Vivek. Stahlrim. Veredelter Malachit. Brauchen wir das nicht. Nee. Herstellen wollen wir auch nichts. Haben so keine Barren oder dergleichen bei? Nein, ist ja hier nichts. Kein Tresor gefunden, irgendwie. Kein Tresor gefunden. Ich weiß nicht, wo der ist. Finde Beweismittel im Severin anwesend. Ja, aber wo ist denn der Tresor? Oder ist er hier nicht drin? Kann natürlich auch sein, weil hier ist nämlich nichts. Ne, muss rein. Erstmal blöd, vielleicht so an. Ist da irgendwo noch ein geheimer Raum dann? Irgendwo. Zum Kamin vielleicht, aus dem Klassiker? Nein, ist nicht. Kochen? Nein, wollen wir nicht. Was, ne? Asche, süße Kartoffeln, ja. Brauchen wir nicht klauen. Kann man überall auch finden. Hier nochmal alles absuchen hier. Zum Fell vielleicht, eine Klappe oder so? Nein. Beweise. Rote, ja. Band 1, 2. Und Wort des Windes. Oh. Nee, auch nix. Wo ist denn der Tresor? Wo ist der Tresor? Wo sollen die Beweise sein? Hier waren die Idioten, die beiden. Axtkämpfer. Wieder nichts gelernt, ja. Danke dafür. Frostsalze, die nehmen wir dann mit. Und Feuersalze, Aschegrasschot, ja, warum nicht? Die nehmen wir mit. Glühstaub. Das nehmen wir noch mit. Was sind da noch? Schauruseiern, ach. Jetzt habe ich einen Korb mitgenommen. Ja, das, den, also den Korb schmeißt man natürlich raus, brauchen wir nicht. KB Korb. Na, wo ist er? Herzstein, brauchen wir die Herzsteine überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Korb da. Zack, tschüss.
Knochenmehl, Knochenmehl. Mit der Korb auf. Naja. Nehmen wir mal alles mit. Matze brauchen wir nicht. Frostsalze, ja. Ach, gibt, lassen wir jetzt. Mammutstoßzahn? Nö. Ach, nehmen wir auch alles mit hier, den ganzen Pilz und alles. Aschenhüpfer-Jelly. Federn? Federn? Federn. Ist das was zum Essen? Ne, Zutaten. Aschenhüpfer-Jelly, da ist es doch. Gesundheit wiederherstellen entdeckt. Ah, sehr schön. So, aber wo ist der Tresor? Ist irgendwo versteckt, ne? Aber wo? Ja, ich spiele ein bisschen Fußball mit den Körben. Ah, da ist er doch. Da ist er in Sachen Uhlen. Da haben wir es doch. Mitnehmen. Adrian Arano, genau. Eisenbahn, ja, brauchen wir nicht. Makellos nehmen wir mit. Die lassen wir liegen. Da haben wir ihn da gefunden. So, jetzt gehen wir noch raus. Gehen wir noch zum Adrian Arano. Und dann machen wir Schluss. Für heute. So, World's Time. Beweise will ich ihm noch geben. Gucken, was da noch so kommt. Mal gucken. Damit wir so gewisse Weise abschließen können. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Hammer. Ich habe Beweise für die Schuld der Severins gefunden. Dann haben wir sie endlich. Jetzt müssen wir sie nur noch schnappen und ihre gerechten Strafe zuführen. Wir werden wohl kaum einfach so aufgeben. Gut. Ich werde zwei der besten Mitglieder der Redoran-Wache auf sie ansetzen. Helft ihnen auf jede nur erdenkliche Weise. Mach mich sofort auf den Weg. Das würde ich euch raten. Von diesen Verrätern darf keiner entkommen. Das machen wir auch noch. Die Aschenbrachen-Zitadelle ist schon seit langer Zeit... Zitadelle, okay. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Okay. Nee, ich würde sagen, das machen wir dann aber erst in der nächsten Folge. Dann machen wir weiter mit Skyrim. Dann machen wir mit der Questreihe weiter. Treffen uns mit den Wachen, dann mal gucken, was da noch so kommt. Aber wie gesagt, alles andere in der nächsten Folge von Skyrim. Bis dahin, schöne Dö.